volles Haus und gute Stimmung am Samstag beim Match Olten gegen La Chaux-de-Fonds. Aber etwas ist aufgefallen. Wenn man genau hergeschaut hat, hat man außerordentlich viele weibliche Hockey-Fans entdeckt. Kleinholz war Ladies Night. Der Ladies ist schon einiges geboten worden. Neben Spektakel auf dem Eis und gratis Eintritt hat es für alle Damen ein Güppli gegeben. Aber sind sie auch wirklich wegen der Ladies Night da? Also ich finde es eine sehr innovative Idee und ich bin nicht wirklich nur wegen der Ladies Night gekommen, aber ich finde es gut, dass wir mal für Frauen etwas machen. Ein bisschen schon, aber eigentlich wegen David Murer und wegen Marcon Bruno. Und wie war der Match? Sie haben sehr stark gespielt. Ja, das haben sie wirklich. Von Anfang an hat Olten dem Gegner sein Spiel aufgezwungen. Trotzdem ist die Leistung im ersten Drittel nicht belohnt worden. Der EAC ist unbeirrt weiter angerannt. Mit Erfolg. In der 32. Minute hat Power Mäus den ersten Treffer geschossen und schlussendlich das Spiel mit 4:2 verdient gewonnen. Zum Abschluss von diesem in jeder Hinsicht gelungenen Abend hat es noch für alle Frauen eine Rose mit auf den Heimweg gegeben. Da kann man nur noch eins sagen. Perfekt.